Boah. 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 Up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, King. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, ich gehe heute Bellyboot angeln. Pumpt das jetzt erstmal auf, montiere dann alles. Zwei Spinnruten dabei, ich angel heute an einem kleinen Baggersee. Im Optimalfall beißen heute ein paar Hechte. There were 15 people at the gig, saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. Das ist das Coole am Angeln mit dem Bellyboot. Man braucht letztendlich nicht viel Equipment. Einmal ein Bellyboot. Ich habe jetzt den Deeper hier noch montiert. Mit so einer kleinen Halterung. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil das wirklich schnell hier einfach an der Ruderdolle festgeschraubt ist. Da spanne ich jetzt dann noch mein Handy ein als Bildschirm. Warthose, Flossen, Anker, Kescher, bisschen Köder. Kann es auch schon losgehen. Ich probiere es heute hier auf dem See wirklich nur 2-3 Stunden. Angel hier eigentlich letztendlich nur die Uferkanten ab, anker mich immer vom Ufer und werf dann an die Uferkanten. Weil da stehen jetzt gerade die Hechte, gerade hier in diesen kleinen Baggerseen. Und ja, schau einfach mal, ob ich hier mit so kleinen Swimbaits, ich habe hier so einen Pikewalker heißt der, drauf. Oder eben mal mit einem Gummifisch mit der schweren Rute den einen oder anderen bekomme. Die 360-Grad-Kamera auch dabei. Schauen wir mal, ob wir das auch ordentlich gefilmt bekommen, das Ganze. Schnell in die Warthose springen. Die Hauptkamera lasse ich am Ufer. Das einzig Schwierige am Bellyboot-Angeln ist immer das Filmen. Man kann letztendlich nur so Action-Kameras verwenden, weil man einfach nicht den Platz hat, irgendwie noch die große Kamera zu montieren. Deswegen sorry. Ab dem Zeitpunkt, wo ich da außen bin, gibt es einen drastischen Qualitätsverlust. Aber das ist nun mal so, da kommt man nicht drum rum. So, jetzt müssen wir noch überlegen, wie ich hier irgendwie diese Kamera festmache. Und dass sie die ganze Zeit reinkippt. Verlieren sollte ich die nicht. So, ich habe eine leichte Baitcast-Route dabei. Die passt eigentlich perfekt für diese mittelgroßen Swimbaits. Und dann eine schwere Route mit einer Stationärrolle. Eine 14.000er Stratik, 4.000er, nicht 14.000er. Und da mache ich jetzt schon mal hier einen Gummi drauf, einen etwas schwereren Kopf, dass ich diese steilen Uferkanten auch mal abangeln kann. Weil ich weiß nicht, ob die Fische jetzt flach stehen, oben auf der Kante irgendwo. Oder eben ein bisschen tiefer am Kantenfuß. Da habe ich dann so einen Gummifisch mit einem 30 Gramm Kopf. Dann kann ich da einmal so runterpendeln lassen, wieder rausdrehen, direkt den nächsten Wurf machen. Damit kann man relativ schnell solche Bereiche gut ausangeln. Da muss man auch gucken, gibt es extra von Deeper so eine Halterung fürs Handy. Die ist auch wirklich gut, weil die kann man wirklich fest verschrauben. Weil was man gar nicht gebrauchen kann, ist, dass vom Bellyboot das Handy ins Wasser fällt auf 6, 7 Meter Wassertiefe. Gerade wenn man kein Tauchzeug dabei hat, sollte man das vermeiden. So, den Hobel biegen wir jetzt hier einfach nur rein. Der hat hier so einen kleinen Arm. Der variiert dann, je nachdem wie der Wellengang ist, das Ganze, dass der Deeper immer im Wasser ist. Dann geht's auch schon los. Dann geht's los. Hier so ein tieflaufender
Rattlebait. Da ist der erste. Boah, was für ein Biss, ey. Voll auf den tieflaufenden Lucky Craft. Oh, hängt ganz gut davon. Sehr knapp. Der Lucky hat schon mal bewiesen, dass er funktioniert. Jetzt will ich hier mal diesen Pike Walker. Den habe ich neu. Yokozuna. Relativ flach laufender Köder. Das muss ein bisschen näher ran an die Uferkante gehen. Weil gerade hier so reingefallene Bäume, Kraut. Der perfekte Bereich eigentlich für so ein Swimbait. Und da ist der erste Wurf auf den Pike Walker. Alter! Geil. Direkt am Baum gebissen. So muss es laufen, ey. Ist aber auch ein geiler Köder. Der sieht richtig fängig aus. Oh, der springt gleich. Ein kleiner, aber ein feiner. Nice. Hier ist er, der kleine. Link zu den einzelnen Ködern, die ich heute fische, findet ihr auch alle unten in der Videobeschreibung. Den geilen Fisch an hier. Darf natürlich wieder schwimmen, weil der ist auf jeden Fall noch untermaßig. Pike Walker again! He's hitting! He's hitting! Oh. Auch kein Riese. Das sind die gefährlichsten, auf die muss man aufpassen. Aber. Ich wusste, in dem Baum steht einer. Alter, war das ein Einschlag. Alter. Boah, der wollte ihn haben. Alter Schwede, der hat ihn komplett weggehämmert. Ich hatte so viel schlaffe Schnur gerade, da war einfach kompletter Druck weg. Ui, der ist böse. Der ist böse. Jupp, der ist böse. Genau mit der Hechtgröße muss man ein bisschen aufpassen. Oh ja, der ist schon mal ein bisschen besser. Geil. Nice. Richtig schöner Fisch. Yes. Der hat jetzt eigentlich jeder kaputte Baum einen Hecht gebracht. Das ist ziemlich witzig. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch kurz an die andere Uferseite fahren. Bin ich trotzdem schon gute 2 Stunden am Angeln. Da gibt es auch noch ein paar Bäume, die reingefallen sind. Gucken, ob da auch noch einer steht. Voll die Waffe auf jeden Fall, der Köder. Ey. Richtig krank. Guter Kumpel von mir hat den auch schon gefischt, Jan Hendrik. Den habe ich letztes Jahr die Predator Tour geangelt. Mal abchecken, da ist unten in der Videobeschreibung auch ein Video von der Fisch und Fang. Da hat er mit Bürger zusammen, ich glaube an so einem Tidenfluss geangelt, ist auch ein richtig cooles Video geworden auf Hecht. Also wenn ihr das Video hier fertig geguckt habt, dann schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Und checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung und holt euch einen dieser Köder, weil die sind wirklich nicht teuer.
dann mit dem richtigen Drilling drauf, auch echt richtig, richtig gut. Die Route bei der Aktion nicht abbricht. Alright. Yep. Das ist ein guter Hecht. Das ist ein guter Hecht. Alter. Was für ein Einschlag. Boah. Eieieiei. Boah, der ist massive. Der ist richtig massive. Boah. Ah, okay, nicht ganz so groß wie ich dachte. Aber schon deutlich besser. Kleines. Yes. Pikewalker. Passende Pike dazu. Eieieiei. Nice. Ich bin jetzt zurück am Ufer angekommen. Ich hoffe, die Tonqualität war nicht allzu schlecht mit der Kamera. Das funktioniert leider nicht anders. Da muss ich mir mal was Besseres einfallen lassen fürs Bellyboot. Für so eine schnelle Session war das auf jeden Fall richtig geil. Checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung. Da findet ihr alle Infos zum Equipment, zum Deeper und was ich halt so an Ködern verwendet habe. Der eine Pikewalker hat sich auf jeden Fall bewiesen. Den kann ich nur empfehlen. Was da aber wichtig ist, dass man auf jeden Fall die Haken austauscht. Ich habe da jetzt zwei BKK-Drillinge dran gemacht. Letztendlich sollte man da einfach ein bisschen dickere Haken ranmachen, weil so wie der geliefert wird, sind die etwas zu dünn, gerade wenn besserer Hecht beißt. Und ja, ich hoffe, das kurze Video hier hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich wie immer, abonnieren nicht vergessen.